Willkommen bei Kfz-Fuzzi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, heute geht es um meinen Neuwagen. Ich habe einen Neuwagen bekommen oder ich bekomme den gleich noch. Es ist ein Leasing, also gehört mir nicht. Leasing, 2 Jahre dauert das Ganze. Was es ist, sage ich euch noch gleich oder zeige ich euch besser gesagt. Und es ist ein VW auf jeden Fall. Es ist nichts Wildes, nichts Großes. Es ist ein Kleinwagen. Ihr könnt ja schon mal raten, also wenn ihr nicht nach vorne spult, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was der Kfz-Fuzzi sich holt. Ich bin echt gespannt. Das Geilste ist, das sage ich euch jetzt, ich habe dieses Auto noch nicht einmal gesehen. Das ist das Geilste. Ich habe nur das Angebot gehört, ich habe das Auto gehört und ich habe unterschrieben. Mehr nicht. Ich habe das, also okay, ich habe das Auto zwar im Prospekt gesehen, aber ich habe es noch nie live gesehen. Und das ist gerade auch für mich ein Highlight gleich. Deswegen, ich werde genauso überrascht sein wie ihr auch vielleicht und ich freue mich ganz ehrlich. So, wir sind jetzt bei VW. Das Auto wird jetzt einmal vorbereitet. Das heißt, die Kennzeichen kommen jetzt drauf. Und ganz ehrlich, ich bin hammer gespannt, wie das Ding aussieht. Also ich habe es echt nur auf Prospekten gesehen. Ich habe es nicht von innen gesehen, ich habe es nicht von außen gesehen. Ich weiß gar nicht, wie der aussieht. Und das ist jetzt, und der will jetzt zugucken und jetzt bin ich selber gespannt. Überraschung. Also echt, ich bin schon so voll aufgeregt. Ja? Und ich freue mich auf das Auto, ganz ehrlich. Mal gucken, was ihr sagt dazu. So, Schlüssel habe ich schon mal hier. Ne? Auto steht, glaube ich, da. Ich habe es noch nie gesehen. Ich bin voll aufgeregt. Bin gespannt. Ist das ein Viertürer? Also ich habe es echt nicht gesehen. Also nur auf Prospekten habe ich den gesehen. Schon da. Ja, wollen wir mal auspacken? Ja, danke. Was? Dorthin? Ja, ich guck von hier vorne. Okay, dann schauen wir mal. Ja, es ist ein Polo GTI. Das ist echt bullig groß, ne? Für ein Polo. Ist das auch der längste Polo zurzeit? Ja. Und der breiteste. Mhm. Also ganz ehrlich, ich sehe da keinen Unterschied zwischen Golf. Schau mal ganz kurz. Also für uns ist immer das Wichtigste Motor. Das ist die 2 Liter? Mhm. 200 PS. 200 PS. Geil. 4 Zylinder. Also der Turbo ist ein bisschen klein, also da könnte man. Also wenn VW mir den geben würde und sagen würde, mach was daraus. Aber fahren Sie mal, der ist ja auch leicht. Ja, also ich habe schon gehört, der soll schon abgehen. Ja. Aber ist echt schön. Also ich muss echt sagen, sehr, sehr schönes Auto. Innenausstattung ist auch sehr schön. Sehr, sehr schön. Sag mal, wie viele Leute haben ungefähr das Auto hier bei Ihnen bestellt? Bei mir persönlich oder bei generell? Generell würde ich jetzt sagen. Ich denke mal, das waren schon so um die 40 Polo GTIs, ja, die bei uns verkauft worden sind. Genau. Ja. War halt auch ein sehr, sehr gutes Angebot. Sehr, sehr gutes Angebot. Also wenn ich einen Leasingvertrag mache, dann heißt das was. Ja. Also, aber ich muss echt sagen, das Ding sieht aber auch richtig schön aus. Ist schon schick, ne? Ja. Also für den Preis kann man echt nicht sagen. Und der Panorama. Das ist jetzt eine Vollausstattung bei dir? Ja. Gibt es noch was anderes? Also, ansonsten hier? Haben wir hier, was nicht drin ist, App Connect. Okay. Aber ansonsten. Aber das kann man auch freischalten, glaube ich. Genau. Okay. Und ansonsten, wir haben jetzt hier die Winterreifen drauf, genau. Sommerreifen, genau. Natürlich ein bisschen schickere Felge ist noch mit dabei. Das ist eine 312er Bremsanlage bei einem GTI Polo.
Stellt euch mal vor, 312. Das hatten früher so M3 oder so gehabt. Ja. Das ist schon krass. Also ich freue mich. Dankeschön. Perfekt. Ich habe zu danken. Also ich freue mich echt. Ich will jetzt fahren. Ja. Also dann ich bedanke mich nochmal. Ich mach die Tür auf, dann geht's los. Auf jeden Fall. Ich freue mich. Dann wollen wir mal, ne? Also Lenkrad schon mal geil. Ist Automatik. Ist das so ein Sound? Hat das Ding so einen Sound? Ja. Kann man das ausschalten oder ist das so? Krass. Also bin ich jetzt beeindruckt. Ich bin ja noch nicht mal warm gefahren. Fahren Sie die mal warm und dann für den Namen. Echt? Boah, das ist ja geil. Also ihr habt mich jetzt schon verliebt. Dankeschön. Bis dahin, schönes Wochenende. Ja. An drei Städten soll auf Mühlwagen mit großen Plakaten. Also Innenausstattung muss ich echt dazu sagen, richtig geil. Die Sitze, diese kantige, das gefällt mir. Das gefällt mir. Und ja, also ist schon schön, aber Lenkrad ist geil. Display ist auch geil. Geil. Warum hat der so einen geilen Sound? Da bin ich mal gespannt, wie er sich fallen lässt. Wie geil ist das denn? Also der macht echt Spaß, also jetzt schon. Das ist schon krank. Wobei ich den gar nicht. Geil. Geil. Also das könnte ich den ganzen Tag machen hier. Muss ich den Wagen eigentlich einfahren? Hat sie mir nichts gesagt? Wenn ihr echt Lust habt, sagt mir bitte Bescheid, wenn ich hier eingefahren habe, ob ihr Lust habt, dass ich mal so ein Video drüber mache, ob ich euch den empfehlen kann oder nicht. Aber ich muss echt sagen, ehrlich, also mein erster Eindruck ist, ich bin verliebt, ehrlich. Also ich sage das jetzt nicht so, ich kriege das Auto, ich kriege nichts von VW, also denkt nicht dran, ich mache irgendwie Werbung für VW oder so. Nein, ich bin dahin gegangen und habe mir den ganz normal bestellt, weil das Leasing-Angebot war einfach Bombe. Deswegen habe ich es mir bestellt. Ich kriege nichts vom Werb, also ich kriege nichts dafür oder so. Nicht, dass ihr denkt, ey, der verkauft seine Seele hier. Nein, aber ich liebe sowieso kleine Autos mit viel Dampf. Und ich muss sagen, das Ding ist einfach nur geil. Ja, also. Ich hoffe, ihr seht mich, ey. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr mich jetzt seht. Aber ich muss sagen, echt. Ne, Jungs, also wenn ihr wollt, dass ich ein Video drüber mache, über dieses Auto, dann sagt mir Bescheid, schreibt in die Kommentare und ja, ich fahre mal eine Runde. Also ich sag euch, das Ding geht ab, ey. Schaltwippen gefeiern, ey. Schaltwippen muss ich auch mal ein bisschen fahren. So, haben wir den eigentlich auf Sport? Mut? Hallo? Ja, wir haben den auf Sport. So muss das auch sein. Kfz 50 fährt nur mit Sport hier. Also machen wir mal so schauen, wie er so beschleunigt, ne? Ganz kurz. Ne? Ich will jetzt nicht viel. Jetzt nicht volle Pulle gedrückt, ja. Also den Motor müssen wir noch einfahren natürlich.
nicht, ich nehme hier ganz fett auf. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich sieht überhaupt mit der GoPro hier. Aber echt, ich bin positiv überrascht. Ganz ehrlich. Die Sitze finde ich so geil. Oh, der Auspuff ist Hammer. Geil. Hey, das Ding geht voran. Geil. Echt geiles Ding. So, wenn es euch Spaß gemacht hat, Like da lassen. Ihr könnt gerne abonnieren. Genau hier. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz-Fuzzi. Bis dann. Haut rein. Ciao.